Ein herzliches Hallo und damit willkommen zurück hier bei Hellion. Und wir haben immer noch die Quest hier am Laufen und ich habe mir ein paar Gedanken gemacht. Ich glaube, wir sollten uns... Schauen wir mal kurz rein. Ich glaube, wir können das Hacking-Tool, Utilities, ja, wir können das Hacking-Tool. Ich glaube, wir sollten uns einfach mal zwei Hacking-Tools machen, so auf blauen Dunst. Und genau, das wollte ich auch nochmal nachschauen. Magazines. Wir können diese Pistolenmagazine noch nicht. Jetzt war die Frage, wo haben wir hier? Nein, hier haben wir es nicht. Da haben wir es auch nicht. Irgendwo. Oder war es da hinten? Oder war es hier? Irgendwo haben wir doch diese Magazine abgelegt. Ist hier etwa... Schauen wir mal ganz kurz. Ja, da ist ein Magazin drin. Das ist der Schaden. Alles klar. Wir packen es mal in den Halfter. Ich würde ganz gerne dieses Magazin nochmal erforschen. Und dann packen wir uns eine Waffe und entsprechende Magazine ein. Plus die Hacking-Tools, bevor wir uns auf den Weg machen. In Richtung... Oh, das war verkehrt. Wir müssen hier hin. Ich habe vergessen, Energie einzuschalten, Leute. Ach, da muss ich dran denken. Und im Grunde macht das auch keinen Sinn. Ich bin immer noch im Multiplayer-Modus unterwegs, wenn wir so wollen. Im Grunde macht das keinen Sinn. Wir fahren den hier hoch und wir schalten hier die Module entsprechend an. Alles andere macht wirklich so keinen Sinn. Warum habe ich hier eigentlich einen Ball? Achso, das sind die Kompensatoren. Alles klar. Ich verstehe. So, jetzt ist alles angeschaltet eigentlich. Genau. So, erforschen wir mal das Magazin. Dazu einmal hier rein. Hier hingelegt. Und jetzt hauen wir das Ganze hier in die Erforschung rein. Zack. So, und jetzt sollten wir eigentlich in der Fertigungsanlage die Möglichkeit haben, genau, zwei Kohlenstofffasern und dieses hier, wir machen das jetzt, ich denke mal so, 5 Stück sollten vielleicht reichen. Ich weiß gar nicht, ob wir in der Hellion überhaupt was drin haben. Ich glaube, wir machen jetzt mal so 5 Stück. Genau, und die packen wir uns ins Hauptmodul. Waren das jetzt 4? Oder 5? Waren jetzt 1, 2, 3. Genau, 2 wollte ich noch machen. 1 in die Waffe. Und, so. Bitte noch einen. Einen hinterher. Sehr, sehr toll. So, jetzt nochmal das Hacking-Tool. Wo haben wir dann das Hacking-Tool? Da. Da haben wir das Hacking-Tool. Da machen wir 2 Stück von. Wer weiß, wofür wir das noch brauchen werden. Und auch noch ein zweites bitte. Hinterher gemacht. Sehr gut. Die Warpzelle Stufe 2 wollten wir mitnehmen. Genau, ich glaube, wir waren ausgebrannt, ne? Irgendwas in der Richtung war es. Und... Schauen wir doch mal kurz. Nee, wir gehen mal übers Cargo-Modul. Wir mal übers Cargo-Modul zum Schiff gehen. Es scheint mir der kürzere Weg zu sein an der Stelle. So, auf jeden Fall brauchen wir hier nicht wieder wieder die Luft absaugen oder raufpacken oder was auch immer. Wir öffnen jetzt einfach hier. Ach ja, und wir haben auch komplett vergessen,
hier die Tür zuzumachen. Wir können quasi so reingehen. Das wäre natürlich im Multiplayer echt nicht von Vorteil gewesen. Auf keinen Fall. Aber es erleichtert uns das hier natürlich jetzt. So, und hier ist alles voll. Hier ist alles voll. Unglaublich. Dann nehmen wir jetzt nochmal ein Magazin raus und bringen die Waffe zurück. Das möchte ich auf jeden Fall gemacht haben. Bevor es dann losgeht zum Outpost. So. Es sind schon lange Wege, aber unsere Station ist ja auch gut gewachsen. So, Ammo Supply. Ach nee, das ging ja hier, ging das ja gar nicht. Das ging ja nur in der Sealbox, wollte ich gerade sagen. Hier geht's. Genau. Muss mal runter scrollen. So, 1, 2, 3, 4 und 5, bitteschön. Damit hätten wir dann hier schon mal zumindest eine Waffe mit 6 Magazinen in Anführungsstrichen. Wobei das hier ja jetzt quasi, dadurch, dass wir alleine spielen, eher ins Hintertreffen gerät. Oh, verkehrt. Nein, bitte lass mich durch. Jedoch, wer weiß auch, was wir am Outpost treffen. Könnte ja durchaus sein, dass wir so das ein oder andere Schüsschen abgeben müssen auf eine Selbstschussanlage, die wir zu diesem Zeitpunkt vielleicht gar nicht wissen, dass sie da ist. Oder irgendwas in der Richtung. Ich will da well prepared sein. Machen wir es mal zu. Genau. Und dann lassen wir das auf. Ich denke, das können wir riskieren. Ich habe vergessen, Sauerstoff nachzufüllen. Das ist jetzt... Wir machen es übers Röhrchen. Außerdem... So, bitte die Außentür schließen. Dann hauen wir hier Sauerstoff rein. Jetzt muss ich mir mal eben ganz kurz die Nase jucken. Anmachen bitte und jetzt dürft ihr hier Sauerstoff reinpumpen. Davon haben wir ja jetzt quasi genug. Auch in der Station. Und ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ärgerlich. Kriege ich hier Power Supply vielleicht nochmal? Ja, Power Supply kann ich noch machen. Denn wenn die Helion jetzt runtergeht, dann macht sie 360 momentan. Das heißt, die verschwinden hier auch. Wir müssen also sparen. Wir werden das Cargo-Modul und das Modul abschalten und dann haben wir entsprechend einen Plus. Auch der Fabricator kann aus, denn wir produzieren ja quasi nicht. Und dann kann das entsprechend aufladen. Gut, haben wir das geschafft. Sauerstoff wollen wir uns noch ins Gesicht pfeifen. Haben wir denn hier, da haben wir Sauerstoff. Und ich glaube, Nitrogen müssen wir, glaube ich, auch nochmal auffüllen. Schauen wir mal. Oxygen. So, kann da wieder hin. Nitrogen ist jetzt quasi auch voll. Und haben wir hier noch, ja, da haben wir noch Oxygen. Wir machen das jetzt auch nochmal voll. Legen das natürlich wieder zurück. So, jetzt kann der Helm auch auf. Dann sind wir wenigstens damit schon mal soweit aufgerüstet. Nicht vergessen, die Waffe einzupacken. Wir nehmen die 3 Magazine hier mit. Und ja, das sieht gut aus. Koppeln wir uns ab und dann auf zum Outpost.
So, wo geht's denn hin? Marble, Outpost, da hinten, Broken Marble. Umlaufbahn erstellen, bitte. Und, nein, wir gehen direkt hin, Archeron. Wir springen direkt dorthin. Und, ach ja, wir haben ja keinen Treibstoff in der Zelle. Macht Sinn, Leute, deswegen habe ich die Warpzelle ja mitgenommen. Die müssen wir natürlich noch verbauen, sonst geht das nicht. So. Ja, ist die blaue Warpzelle. War ein bisschen irritiert, weil sie gar nicht blau leuchtet an der Stelle. So, jetzt haben wir es aber. Genau, Warp 2. Stage 1. Aktivierungszeit gehen wir mal auf 35 Sekunden runter und natürlich so nah ran wie irgends möglich initialisieren. Und schon ist es soweit. So, dann warten wir noch kurz, bis wir in den Hyperraum gesprungen sind und dann wird es an dieser Stelle noch einen kleinen Schnitt geben, damit für euch die Wartezeit nicht allzu lang ist. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ciao, ciao! Und da sind wir zurück, exakt 10 Sekunden. 10 Sekunden, jetzt habe ich es getroffen, 10 Sekunden vor Eintritt und ihr seht schon, wir sind direkt im Trümmerfeld, werden wir wahrscheinlich rauskommen. Das ganze Teil liegt direkt im Trümmerfeld. Und da ist sie, die Archeron, sehr gut, aber immer noch 3,2 Kilometer entfernt. Ist jetzt keine Welt, absolut nicht. Aber trotz allem hätte ich mir da doch schon näher, hätte ich es schon näher erwartet. So. Bisschen mehr Zündung auf die Geschichte und jetzt natürlich auch wieder abbremsen. Sehr schön. Wir schauen mal, aus Sicherheitsgründen werde ich da der Empfehlung nachkommen. Wir schauen mal, ob wir hier docken können. In irgendeiner Form docken können, um hier die Energie abzuschalten. Bin da, mit dem Hinweis bin ich sehr, sehr dankbar. Das kann uns dann doch schon was sparen. Aber wir können nicht andocken. Wir haben hier keine Dockmöglichkeit. Von daher versuchen wir hier jetzt nochmal die Seitenbewegung etwas zu stabilisieren. Ja, ich denke, das sollte so sein. Das ist so. Und wir werden mal ganz vorsichtig versuchen, uns ranzupirschen. Ich nehme sicherheitshalber mal die beiden Stimpaks noch mit. Genau, die beiden Hacking-Tools haben wir, die beiden Stimpaks haben wir. Und ich glaube, damit sind wir ganz gut gerüstet. Dann schauen wir mal, was wir da machen können. Ich will das Ganze ein bisschen von der Seite beobachten, bevor wir da näher rankommen. Deswegen habe ich mich auch nicht bewusst jetzt dem Kommandomodul von oben genähert. Aber ich glaube, unterhalb des Kommandomoduls könnte sich... Oh ja, da sehe ich es. Da dreht sich schon. Seht ihr es? Da dreht sich schon. Ah, das ist natürlich... das ist natürlich übel. Oh. Ich weiß nicht, ob wir... Oh, es ist schwer zu zielen. Ich glaube, das Kommandomodul selber wird da keine Ausnahme bilden. Das ist übel. Ja, und darunter dreht sich es auch. Also wir haben da auf jeden Fall schon mal zwei aktive. Was wir probieren könnten, ist...
etwas von unten ran zu gleiten, aber wir haben auch keine Möglichkeit, in das Modul unerkannt reinzukommen, glaube ich. Und da an der Seite seht ihr das, da dreht sich auch schon was. Oha. Wobei, einen Moment, jetzt muss ich überlegen, ganz kurz überlegen. SSD Outpost, das ist jetzt nicht die Archeron. Nicht, dass wir jetzt einem Fehler unterliegen. Oder ich jetzt hier gerade so ein bisschen auf dem Schlauch stehe. Ich glaube, wir müssen noch mal scannen, bevor wir jetzt dahin geleiten. Das ist nicht der SSD-Outpost. Das ist er definitiv nicht. Der müsste so bezeichnet sein eigentlich. Upsala. Uiuiuiui. So. Nochmal zumachen. Nicht, dass wir hier jetzt, oder dass ich hier einem Missverständnis aufgelegt bin. Oh Mann, jetzt geht's auch mit mir durch. Lass uns da nochmal scannen. Ich komme immer auf die Alt-Taste. Mit Alt kann ich mich umdrehen und gucken. Das irritiert dann so ein Stückchen, ein Stück weit. Da es in einem anderen Spiel die Alt-Taste ist, mit der ich renne. Von daher, ja, genau, richtig. So, genau, das wollte ich jetzt mal rausfinden. Wir müssen hier mal, wir scannen mal, ob es hier nicht noch irgendwo andere Sachen gibt. Aber das kann doch jetzt nicht nur, so, Torn, Rune Checkpoint, Abandon, Damage Reactor, Derelict, Broken Solar Array. Broken Marble SSD Outpost. Aber nee, das ist. Es wird schon so bezeichnet, ne? Es wird schon so bezeichnet. Es wird schon so bezeichnet, also muss es das ja sein. So, bevor wir jetzt irgendwas anderes machen, ich gehe jetzt mal hin, ich klicke das jetzt nochmal an, dass das auch die ist. Bevor wir jetzt was anderes machen, mir fällt gerade ein, wir sollten eine Sache nicht vergessen. Quick Save, Quick Load, würde ich sagen. An dieser Stelle. Kommt, wir machen das mal schnell. Quick Save. Quick Load. Und eigentlich müsste es sich ja jetzt aktualisieren, oder? Eigentlich müsste es sich aktualisieren. Hoffen wir mal. Bin gespannt. Nee, nicht so wirklich, ne? Nicht so wirklich. Oh, wir driften da immer noch drauf zu. Okay. So, aber. Oh, das ist natürlich krass. Go to Broken Mobile SSD. Das ist es. Das ist es. Wir müssen da irgendwie ran oder rein oder. Was auch immer wir da machen. Oder wir müssen eine bessere Waffe finden. Das ist natürlich tricky gerade. Was ist denn, wenn ich näher ranfliege? Ich möchte jetzt einfach mal wissen. Wenn ich jetzt nah ranfliege, werde ich dann beschossen oder werde ich nicht beschossen? Das ist jetzt ja mal die Kernfrage, ne?
Es scheinen aber auch wirklich nur Personenwaffen zu sein, weil so werde ich nicht beschossen. Hm. Das ist interessant. Und wir können nicht docken. Das geht nicht. Keine Möglichkeit anzudocken. Nee, analysierte Target Moduls out of range. Wir haben hier nicht die... Wir haben hier nicht die Berechtigung. Hm. Okay, das ist schlecht. Das ist wirklich schlecht. Wir können... Ah, doch, ich glaube, wir können von innen. Wir können von innen was machen. Ich will jetzt mal Folgendes ausprobieren. Ich werde mich jetzt mal mit dem Schiff in die Position bringen, dass mich die Autoturrets nicht erledigen können. Hier oben ist nichts drauf. Also werde ich jetzt Folgendes machen. Genau, so. Ein bisschen ran. So. Ein bisschen rein. Und jetzt matchen wir einfach mal. Und dann lassen wir die Drehung bitte weg. So, jetzt will ich das gucken. Genau, das ist so, so wollte ich es haben. Ich glaube, dann sollten wir von der anderen Seite gesichert sein. Das wird jetzt knickig. Ich will mich eigentlich nur gucken, ob in dem Power-Modul auch ein Turret ist. Weil wenn ich da irgendwie an das Exit-Modul rankomme, für die Power, dann theoretisch, glaube ich, könnte ich die Power abschalten. Theoretisch gesehen. So, jetzt werde ich mich hier mal nur ganz vorsichtig rauswagen. Und da wird schon geschossen. Aber er trifft mich so nicht. Er kann, glaube ich, nicht. Okay, das ist jetzt tricky. Wollen wir es probieren? Okay, wir probieren es. Los, komm. Okay, die Reichweite hat er nicht. Er kann nicht bis dahin vordrücken. Das ist gut so. Und die anderen können mich nicht ins Visier nehmen, weil das Schiff dazwischen ist. Und er auch die Reichweite nicht hat. Das ist gut, das ist gut. Jetzt müssen wir hier mal eben kurz reingucken. Da ist kein Turret. Da drinnen ist kein Turret. Auf der rechten Seite seht ihr das, diese Einbauplattform. Jetzt schauen wir nochmal, ob... Und auch hier ist nichts, glaube ich. Ne, das sieht nicht so aus. Probieren wir mal reinzukommen. Jetzt müssen wir, ich will echt auch vorsichtig sein. Oh, Bullcat, ich dreh durch. Ein Auto-Size Access. Nein! Okay, was ist unter... Ich glaube, hier sitzt auch noch ein Turret drin. Oh, das hätte so gut passen können. Und ich kann von unten nicht rein. Und ich kann von der anderen Seite nicht rein, glaube ich. Au, oh, das wird schwierig. Schade, das ist abgeschlossen. Kann ich irgendwie von der anderen Seite... Da weiß ich, dass ich nicht reinkomme. Aber ich will mal eben gucken, ob wir irgendwie von der...
So, da dreht sich's. Wenn ich durch die Öffnung da irgendwie durch. Aber das ist schwierig. Das ist richtig schwierig. Das Netz müsste von oben durch. Wir müssen auf jeden Fall. Ich glaube, eintauchen müssen wir ausschalten. Es geht gar nicht anders. Ich weiß nur nicht, ob wir das mit der Pistole schaffen. Okay, die haben wir getroffen. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Die Turret ist weg. Das ist gut. Schauen wir mal, ob wir hier vorne. Hier vorne reinkommen. Da dreht sich auch eine. Es bleibt nicht aus. Wir müssen. Okay, das ist zu nah dran gewesen. Ist das knibbelig. Oh, 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 oh. Das ist ein Tanz hier. Hey, wake up. Wow. Okay, wenn ihr das gehört habt, ich wurde gerade angestupst, aber der Mann muss ich jetzt gerade. Nein, 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 nein. Der muss ich jetzt mal gedulden hier. Ich muss mich hier. Boah, das war knapp, das war knapp. Das war mal richtig knapp. Oh nein! Was war denn das? Wieso ist, was ist denn hier runtergekommen? Das ist aber auch heftig.
hoffe, ich treffe gerade. Das ist so schwierig, gerade zu zielen hier. Ja, sehr schön. Puh. So, jetzt ist Folgendes. Das haben wir geschafft. Freunde, und in der nächsten Folge sehen wir zu, dass wir da reinkommen. Ich spiele jetzt trotzdem hier nochmal in die Hellion zurück, um hier einen kleinen Save zu machen. Ich glaube, das ist auch gerade getroffen worden, die Hellion, und hat hier echt Beschädigungen davon getragen. Lass uns wenigstens einmal nochmal kurz gucken, ob wir so eine starke Beschädigung haben innen. So. Hoppa. So, aktuell scheint hier drinnen zumindest alles in Ordnung zu sein. Einmal kurz reingucken. 85%. Heieiei, ich glaube, wir müssen reparieren. Aber, Freunde, das machen wir in der nächsten Folge. Denn die Folge ist leider wieder zu Ende. Wir reparieren das Schiff und dann gucken wir, dass wir in den Outpost reinkommen. Zumindest vorne und dann den Strom abschalten, wenn wir denn Access dafür haben. Ansonsten, ja, müssen wir mal schauen, wie wir umgehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir da gerne noch ein Abo und schreibt was in die Kommentare. Ich freue mich natürlich drüber und ich freue mich auf euch, wenn es wieder heißt Hellion mit mir, mit eurem TH. Bis dahin. Ciao, ciao.